Okay, das wird nicht gut enden. Das wird absolut nicht gut enden. Ja, alle kennen es doch, okay? Wir haben irgendetwas gemacht. Wir sind draußen mit unseren Freunden. Wir spielen Fußball, keine Ahnung. Und auf einmal fliegt uns einfach ein Ball ins Gesicht. Jeder hatte schon mal irgendein Desaster oder eine kleine Pechsträhne oder irgendetwas, was ein bisschen schief ging. Aber was, wenn ich euch sage, dass wir uns heute Fotos anschauen, die direkt eine Sekunde kurz davor passiert sind, beziehungsweise gemacht worden sind? Das hier ist aber noch ganz schnell der Kommentar des Tages, Leute. Wenn ihr Kommentar des Tages werden wollt, einfach die Glocke aktivieren. Als einer der ersten kommentieren, dann seid ihr nämlich hier in meinem Video. Herzlich willkommen. Und wenn ihr noch komplett auf diesen Kanal gestoßen sein solltet, hi, dann könnt ihr jetzt gerne noch ein kostenloses Abo da lassen. Es kommt fast jeden Tag neue Videos und es kostet nichts, Leute. Deswegen lehnt euch doch zurück und gönnt euch einfach mal was im Leben, ja? Aber wir fangen direkt mit dem allerersten Bild an und wir haben, oh mein Gott, was? Wir haben den kleinen Jimmy und der kleine Jimmy dachte sich, hey, komm, ich mach mal ein Experiment mit meinem Vater und so. Man sieht links den Vater, ich sage jetzt schon, bester Vater der Welt. Sie machen im Garten ein kleines Experiment und zwar ist das unten eine Cola-Flasche und ich bin mir zu 99% sicher, dass sie Mentos in der Hand haben. Dann sagt der Vater also so, hey, komm, okay, Jimmy, pass auf, Mann, okay, wir werfen jetzt die Mentos in die Flasche und dann wird es Boom machen, aber du musst aufpassen. Aber der kleine Jimmy hatte was ganz anderes vor und schaut die ganze Zeit über diese Flasche und bekommt alles ins Gesicht. So sieht es also aus, wenn ein Bild eine Sekunde vor dem Desaster gemacht wurde. Ich muss sagen, der kleine Jimmy hatte Pech, aber das ist auf jeden Fall ein nices Bild. Ich meine, das könnte der auch als Profilbild machen, auf jeden Fall. So ein bisschen Cola so im Gesicht und so, das geht schon klar, ne? Nun kommen wir zu einer Ziege. Ich glaube, das ist eine Ziege. Was zum Digga, Ziege, was machst du da? Ich wusste nicht, dass man vor Ziegen so krank Angst haben muss, aber anscheinend, wie diese Frau schaut, sie denkt sich auch nur so. Es auf diesem Bild stimmt viel zu viele Sachen nicht, okay? Es stimmt viel zu viel nicht. Als allererstes, wieso hat diese Frau eine Ziege in ihrem Zimmer, okay? Und als zweites, wieso greift diese Ziege die Frau an? Ich meine, das geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht einfach so eine Ziege in eurem Zimmer rumlaufen haben. Das ist euer bester Freund oder was? Ihr macht immer ein bisschen Netflix mit dem, schaut ein bisschen Netflix und so. Und auf einmal greift ihr euch in eurem eigenen Zimmer an. Eine Ziege, Leute. Eine Ziege. Das verwirrt mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein kleines bisschen. Aber hey, ich meine, wenn es einen glücklich macht, auf jeden Fall. Viel Spaß bei dem Desaster. Ich will nicht wissen, wie das nach diesem Bild weiterging. Nun kommen wir zu einer jungen Frau, die einfach nur da steht. Sie hat wahrscheinlich eine Runde Völkerball gespielt. Und die Freunde haben gesagt, hey, komm, lass mal Völkerball spielen. Das wird unnormal Spaß machen, ja. Sieht dieser Blick aus, wie wenn er Spaß hätte? Sieht dieser Blick genau so aus? Sind Leute, diese Frau, naja, ich will ja nicht sagen, dass sie den Ball aggressiv ins Gesicht bekommen hat, aber sie hat den Ball halt doch aggressiv in die Fresse bekommen. Kann ja mal vorkommen. Ich meine, wenn man sich bei Völkerball drauf einlässt, dann wirklich, das ist eben eine Option beim Völkerball, dass der Ball auch einfach mal in dein Gesicht donnert und sie hätte sich vielleicht ein bisschen mehr decken müssen, keine Ahnung, aber ich muss sagen, dieses Bild ist auf jeden Fall im perfekten Moment geschossen worden. Ja. Okay, das wird nicht gut enden. Das wird absolut nicht gut enden. Wir haben einen jungen Mann und dieser junge Mann dachte sich, hey komm, okay, irgendwo in Amerika ist das, denke ich mal, da darf man ja, glaube ich, sogar ohne Helm fahren, wenn ich mich nicht ganz irre. Und dieser junge Mann dachte sich, hey komm, okay, Schutzkleidung und sonstiges brauche ich nicht, T-Shirt, ich setze mich auf mein Motorrad und fahre ein bisschen rum, keine Ahnung, wollte wahrscheinlich ein Wheelie machen und irgendwie ist sein Reifen vorne eingeknickt oder umgeknickt, während er gebremst hat und ja, wir alle können uns, glaube ich, vorstellen, was als nächstes passieren wird. Das Bild ist auf jeden Fall nicht so schön. Ich glaube, wenn er das sieht, dann hat er eine nicht so tolle Erinnerung. Dann denkt er sich so wahrscheinlich so, yo, vielleicht hätte ich doch einen Helm anziehen sollen. Sein Blick verrät auch schon einfach so, yo, okay, das war ein ganz, ganz großer Fehler. Aber ich meine, immerhin haben wir dieses Bild, um diese Erinnerung festzuhalten. Denn dieses Bild, naja, es ist mal wieder ganz kurz vor einem Desaster gemacht worden. Im nächsten Bild haben wir wieder einen extremen Athleten, der sich dachte, hey, komm, okay, BMX ist mein Leben. Ich fahre schon immer BMX. Ich werde heute den besten Sprung der Welt machen. Wir sehen ganz hinten rechts im Bild so eine kleine Rampe. Wir haben sehr viele Leute. Es geht bergab. Das heißt, dieser Typ möchte wirklich einen enormen Stunt machen. Er springt und ich glaube, er wollte einen Trick machen, der Superman heißt. Im Superman geht es ja quasi darum, dass man das Fahrrad komplett loslässt, irgendwie diese Superman-Position macht und dann wieder das Fahrrad festhält und landet. Und ja, so sollte es eigentlich sein. Der hat sich aber für eine andere Variante entschieden und zwar die Variante, wo er zu weit über das Fahrrad nach vorne fliegt und ja, ihn wird's erstmal aggressiv nachher aufs... Ja, das einzige Gute ist, Leute, ich kann euch beruhigen, dem Typen ist nichts passiert, er hat keine schweren Verletzungen bekommen, sonstiges, alles ist also okay quasi, okay, aber diesen Stunt wird er, glaube ich, nie wieder machen, denn ja, das sieht dann doch nicht ganz wie ein Superman aus. Nun haben wir als nächstes wieder ein Selfie. Wir haben zwei, Alter, ist das legendär. Wir haben zwei junge Mädchen, okay, und diese Mädchen machen eine Pose, sitzen einfach nur da und dachten sich, hey, komm, lass mal ein Selfie machen, hey, komm, wir machen jetzt ein Selfie. Setzen sich hin, gegenüber ist ein Spielplatz, aber ich meine,
einen Spielplatz, einen Fußballplatz, ist ja nicht so schlimm, ne, wir machen trotzdem einfach ein cooles Pick. Setzen sich also, wie gesagt, auf eine Bank und das Mädchen im Hintergrund macht richtig die Pose so, yo, you know what's poppin', man, it's the profile pick session, you know. Ja, aber die vordere, die kriegt halt dann doch aggressiv den Ball ins Gesicht. Ich meine, jetzt sieht das Ganze ja noch ganz okay aus. Sie hat immer noch, also verwunderlicherweise, obwohl der Ball wirklich ein Hundertstel vor ihrem Gesicht ist, schaut sie immer noch ganz normal, hat immer noch ihren Bildblick drauf. Aber wenn dieser Ball wirklich sie dann berührt, dann wird sie erstmal ein paar Schmerzen haben. Denn ich glaube nicht, dass der Ball, der sieht ungefähr so aus, wie wenn der nicht nur 2 km/h hätte oder 3 km/h hätte. Der Ball sieht aus, wie wenn er mit 500 km/h um die Ecke geflogen kommt und einfach nur darauf wartet, endlich in das Gesicht von diesem Mädchen zu fliegen. Aber ihr wolltet es so. Ihr wolltet unbedingt, ich habe euch gesagt, macht kein Selfie gegenüber vom Fußballplatz und ihr dachtet euch, hey komm, yo, rock for life, wir machen das. Peace. Ja Leute, was lernen wir aus diesem Video? Niemals vor einem Fußballplatz ein solches Bild machen. Nun haben wir einen jungen Mann, okay? Und dieser junge Mann fragt mich nicht wieso, aber er dachte sich, hey, es ist die beste Idee auf der ganzen Welt, wenn wir einfach diesen riesigen Baum in unseren Kofferraum stellen. Ich setze mich hinten auch noch in den Kofferraum und dann fahren wir ihn einfach von Haus zu Haus. Woran er aber nicht gedacht hat, ist, dass es ein paar Straßenschilder gibt und wenn die mit dem Auto jetzt noch ein Stückchen geradeaus weiterfahren, dann wird es erstmal den Baum aggressiv auf die Straße schlagen. Das Problem ist nämlich, wie gesagt, der Baum ist höher als das Schild und wenn der Typ das festhält oder der Typ irgendwie so sich drumrum klammert, dann wird er mit dem Baum aus dem Auto fliegen. Leute, setzt euch nie in den Kofferraum und fahrt mit einem Baum durch die Stadt. Wer macht sowas? Wer denkt sich, oh, Donnerstagabend, Jungs, erstmal Baum zu meinem Haus fahren. Jungs, ich hab die Autoschlüssel. Ich sitze im Kofferraum, Shotgun. Absolut keinen Sinn, aber hey, wenn es ihn glücklich macht, dann ja. Nun haben wir ein Bild, das in Arizona gemacht wurde. Ja, Leute, dieses Bild ist nicht gefotoshoppt, dieses Bild ist echt. Und es sieht einfach aus, wie wenn die Welt direkt gleich untergeht. Aber das Ganze ist nur irgendwie eine Art Drecksturm. Ich bin mir nicht sicher, wie man das in Deutsch sagt. Es ist quasi ein Duststorm. Was ganz einfach bedeutet, dass der ganze Dreck und so durch die Luft fliegt und alles so. Das ist wirklich erstmal ganz normal da, ne? Es ist komischerweise wirklich normal in Arizona, dass ein solcher Sturm kommt. Letztendlich, Leute, sieht das aus, wie wenn gleich die Welt untergeht. Apokalypse, man packt all schnell alle eure Sachen und rennt irgendwo hin, wo es sicher ist. Letztendlich ist das Ganze nicht wirklich gefährlich. Die sind alle in ihren Häusern geblieben. Einfach muss man halt ein bisschen drin bleiben. Der ganze Dreck setzt sich dann wieder ab und so. Aber ja, es sieht auf jeden Fall mega, mega crazy aus. Ich wäre auf jeden Fall nicht so gern in diesem Sturm. Ich wäre da echt nicht gern mit dabei. Okay, nein. Oh Gott, dieses Bild triggert so. Bitte geh einfach da oben runter, ohne dass was runterfliegt. Wir haben Timmy die Katze. Timmy die Katze denkt sich, hey komm, heute haben wir Mittwoch. Was kann man am besten an einem Mittwoch machen? Ich sehe da hinten irgendwie meinen Schlafplatz. Nee, da habe ich nicht so Bock drauf. Ich sehe hier irgendwie ein Bett. Habe ich auch nicht so Bock drauf. Hier sind ein paar Lampen und so. Ist auch langweilig. Oh mein Gott, der Trophäenschrank. Ich werde mich einfach in den Trophäenschrank setzen. Bestes Leben. Und jetzt sitzt der kleine Timmy da oben und denkt sich, yo, okay, das war eindeutig ein Fehler. Denn diese Katze wird nie wieder da rauskommen, ohne alles umzuschmeißen, ohne entweder das komplette Regal einzureißen, ohne, wie gesagt, all die Trophäen umzuschmeißen und rauszuschmeißen. Bestimmt sind da auch ein paar wertvolle Sachen mit dabei, deswegen, Katze, bitte, bekomme es irgendwie hin, nichts runterzuschmeißen, das triggert mich viel zu hart. Wer kennt es nicht im Winter? Bald ist wieder Winter, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, mögt ihr entweder Hashtag Sommermeer oder Hashtag Winter. Schreibt mir einfach Hashtag Sommer oder Hashtag Winter, damit ich sehe. Letztendlich haben wir eine Person, die im Winter durch die Straße läuft ganz easy und so, okay, Paparazzi stehen rum und fotografieren den gerade genau in dem Moment, wo er auf einmal wegslippt und hinfliegt, aber sein Kaffee, der läuft auch so ein bisschen aus und er ist noch in der Luft, also es ist ganz, ganz kurz vor der Katastrophe, wo er einfach mal aggressiv hinfliegen wird. Und ich habe schon wieder aggressiv gesagt. Das wird ein nicht ganz angenehmer Sturz, denn ihr wisst es ja, im Winter, wenn man auf Eis ausrutscht und dann einfach so auf seinen Rücken knallt oder so auf diesen mega harten Betonboden, das tut so unnormal weh, Junge. Deswegen, Bruder, ich hoffe, du hast dich nicht allzu sehr verletzt, aber pass auf im Winter, okay? Pass auf, wenn du im Winter läufst, da ist auch das Handy sehr gefährlich, Leute. Einfach wirklich, wenn es rutschig ist, man, dann nimmt eure Schlittschuhe mit und Schlittschuhfahrt den ganzen Weg entlang. Aber jetzt haben wir noch eine Feier, wo ganz viele Leute draufstehen. Ich weiß nicht, das sieht für mich irgendwie so wie so Spring Break aus oder so. 2015 steht hier schon. Also ein sehr, sehr altes Bild. Das einzige Problem ist, das Haus ist quasi ungefähr genauso alt und das wurde, was weiß ich, im 12. Jahrhundert oder so konstruiert. Denn der Balkon, ja,
Der Balkon ist ganz kurz davor zusammenzubrechen. Alle stehen oben, sagen so, yeah, Party. Aber der Balkon denkt sich, nee, gar keine Party, Bruder. Cut, Mayday, ihr seid alle zu fett, geht mal runter. Und somit stürzt das ganze Haus dann fast ein. Also ich würde es sehr, sehr gerne sehen, wie das noch passiert. Hoffentlich ist natürlich niemandem etwas passiert und so, das will ich natürlich nicht. Aber es wäre bestimmt sehr, sehr lustig zu sehen, wie dieser Balkon ganz langsam ineinander kracht und richtig so Domino Day passiert, alle umfliegen. Aber hey, wenn man wirklich sich zu 50 da oben draufstellen muss auf so ein Alpenhaus, dann ist man selber schuld. Das kann eben passieren bei so einer Situation. Aber das war's für heute, Leute. Danke fürs Zuschauen. Das ist noch das letzte Video. Checkt das auch ab. Denn hier dürft ihr auf keinen Fall oh sagen, okay? Das ist eine Versuche, nicht oh zu sagen. Challenge, ihr seht schon im Thumbnail, das ist unmöglich. Wer denkt, er schafft es, kann gerne draufklicken, aber ich wette mit euch, ihr werdet es nicht schaffen. Joa.